so, möchtest du ein Bier? Ach ja, wenn ich schon mal ein Gast bin, ne, will ich auch ein richtiger Gast. Geht gleich los, ich hole dir noch ein Bier. Moment. Du kannst ja weitergehen. Nee, bringst du mir mein Bier bitte mit? Ja, kann ich. Natürlich. Der Hauser ist immer so nett. Ja? Der hat echt vorgesorgt, aber hier, ich rauche ja nicht wegen der Fruchtbarkeit, aber die beiden Stöcke sind. Nee, mit der Fruchtbarkeit ist es. Ich hole mir auch immer nur mit der Fruchtbarkeit, weil mir. Das also, ist genau, das tut dir nichts. Dankeschön. So, übrigens, willkommen bei Vollerwachsen. Das ist unser heutiger Gast. Das ist Monsieur Kasper. Das ist der Hauser. Wenn euch dieses Video gefällt, aber erst zu Ende gucken, lasst einfach ein Däumchen da hoch, da, denn jedes Däumchen ist ein Träumchen und wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Viel Spaß bei unserem neuen Video auf eine Zigarettenlänge mit Gast und denkt dran, Rauchen ist ungesund, kaut lieber auf Zahnstocher mit Geschmack. Die sind unten in der Beschreibung verlinkt. Viel Spaß bei diesem Video. Du weißt, wir denken an alles. Du siehst, wir denken an alles. Ihr denkt an alles. Ich bin fasziniert. Ja. Fürsorge oder Vorsorge? Ist, wie geht der Spruch? Keine Ahnung. Ist die beste Alternative. Nein. Fürsorge ist Nachsorge. Nachsorge ist Vorsorge. Vorsorge ist... Insorge. Schreibt uns in die Kommentare, wie es wirklich heißt. Dann sind wir nächstes Mal auch ein bisschen schlauer. Genau. Stört dich das denn überhaupt, wenn wir rauchen? Nein. Wobei ja einer auf Zeit mit Zigarettenlänge wird. Also, manchmal muss man Opfer bringen, ne? Das so, ja, so eine nette ja. Gesellschaft. Das ist, ja. Ich wollte ja eigentlich gerade hier einen Rührkuchen backen für meinen kleinen Sohn, der 3 wird. Hier. Und dann haben die mich angerufen, dann bin ich extra auf meinem Motorroller hier hingeflitzt. Ja, wir haben eine Kamerafrau gebraucht. Sämtliche Verkehrsregeln gebrochen, die es gibt. Und, ja. und das auch noch durch den Regen. Durch den Regen, ja. Naja. Ja. Wie hättest du den Rührkuchen gebacken? Also was wäre da so drin gewesen in dem Rührkuchen? Ich mache da immer so einen kleinen Witz, dass ich halt immer da irgendwie so unerwartete Sachen reinstecke, zum Beispiel harte Nudeln. Ah ja. Ja, weil dann ist es so, man fühlt sich lebendig, wenn man auf einmal auf irgendwas auf eine harte Nudel beißt. Ja. 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 Hm. Der gewisse Crunch quasi. Der gewisse Crunch, der gewisse Kick, das gewisse Extra. Ja. Und das hättest du diesmal auch gemacht? Ja, also vielleicht hätte ich auch was anderes reingesteckt, irgendwie so ein Playmobil-Männchen oder so. Und ich weil bei Dreijährigen so eine harte Nudel, also ich... Wie ist das mit den Milchzähnen? Ist ja auch immer Erstickungsgefahr. Ja, aber ich denke mir, no risk, no fun. Ja, ich kenne das. Mhm. Ja. Mhm. Passt ja auch nicht. Bei so einem Playmobil-Männchen ist es immer noch ein bisschen ungefährlicher. Ja, ist auch also, viel größer erst, als so ein Dudel. Da muss erst der Kopf abgehen. Ja, ja, ja. Damit du dann eventuell Erstickungsgefahr oder was weiß ich. Ich habe früher übrigens. Auch haben die extra darauf geachtet. Es ist schwierig. Also es gibt Playmobil-Figuren von, ich glaube, von 0 bis 3 oder sowas und da kriegst du weder die Arme, noch den Kopf, noch den Hut, noch irgendwas anderes ab. Und die sind da echt gut. Ja. Woran die alles denken? Das ist Wahnsinn, ne? Produktion also, für krass, Kinderspielzeug. Ja. Prost übrigens, haben Prost. Wir schon angestoßen, nein, weiß nicht. Ich gar nicht. Prost, Gast. Prost, Prost, lieber Gast. Ihr zwei. Ich bin Hauser. Ja. Ich bin Monsieur Kasper. Schön, dass wir uns auch mal kennenlernen. Ja, Kasper, hau rein. Außer, aber ich bin Kasper. Wo wir gerade von Playmobil sprechen, ich habe früher total gern mit Playmobil gespielt, aber verschluckt habe ich nie was. Ja, hast du es nicht gegessen? Komm. Ich habe es nicht gegessen. Nee, ich hatte echt alles. Ich hatte ein Piratenschiff und ist das jetzt wieder Werbung? Was? Ist es Werbung? Ist es Werbung? Kindheitserinnerung. Aber es ist Werbung ohne Markennennung, also ist okay. Ja, genau. Wir nennen jetzt nicht nochmal Playmobil. Danke. Tun wir nicht. Oder weil ich habe früher mit Lego gespielt. Ja. Und ich habe früher ganz viel Memory gespielt. Echt? Hm. Was sind denn das? Also eigentlich nicht. Ich wollte nur nochmal einen anderen Namen hier einfügen. Ja, aber Memory ist ja wieder Werbung mit Markennennung. Ja, was gibt's denn dann? Also, mit was hast du das? Barbie! Das ist doch auch Markennennung. Eben. Ist das Markennennung? Barbie ist doch eine... Ist das wieder Mattel? Es ist wieder Mattel. Ihr erinnert euch? Ja. Wir haben ein
Wir haben eine Mystery Box. Ja, ja? Link zum Video ist wie unten in der Beschreibung zur Mystery Box. Und in der Mystery Box, eine Mystery Box ist, wenn du etwas, du kannst auf Amazon oder auf eBay eine Mystery Box bestellen und du weißt nicht, was drin ist. Aha. Nicht mal eine Idee hat man? Grob. Mhm. Vielleicht. Manchmal. Wir hatten eine MySpaß Mystery Box, die war voll mit MySpaß. Ihr könnt übrigens immer noch schreiben an vollerwachsen@yahoo.de, was ihr aus dieser Box alles haben wollt. Es ist noch quasi alles verfügbar, außer die Luftballons und die... Die Fensterbilder mit den Dinosauriern. Genau, die und die Lego... Was war das? Ninjago-Teller. Die sind weg, alles andere könnt ihr noch haben. Wenn ihr noch nicht mehr wisst, was da drin war, einfach auf das Video klicken. Genau, und dann haben wir einfach hier gesessen und diese Box ausgepackt. Und da war eigentlich, was war da drin? Alles, Partyspaß. Das war eine Partyspaßbox, ja. Eine Partyspaßbox. Da war, Teller. Da war alles für den Kindergeburtstag dabei. Mhm. Ja, du hast ja genau Teller, nicht nur. Du hast Servietten, du hast Girlanden dabei gehabt. Ja. Ja. Oder wie man auch sagt, Girlanden. Ja. Girlanden. Du hattest Banner, ne? so eine Hängebanner mit nackten Männerbrüsten, ja, und bedeckten Frauenbrüsten. Ja. Was ich schon sehr sexistisch finde. Ne? Ja. Das dachte ich auch gerade. Ja. Ja. Vielleicht kannst du uns das erläutern. Warum dürfen Männer ihre Nippel zeigen, aber Frauen nicht? Naja, die Nippel der Frauen sind häufig riesige, furchteinflößende, ekelerregende Gebilde mit verschiedensten Wucherungen. Und ich glaube, das ist dann auch eher so eine Art von Schutz einfach. Ja. So habe ich sie gar nicht in Erinnerung. Aber ich kann nie wieder Sex haben. Die Nippel nicht in Erinnerung? Ich habe Nippel anders tatsächlich in Erinnerung. Aber wenn du das so sagst, du kennst dich mit... Hast du sie auch im Hellen gesehen oder nur im Dunkeln? Das ist nämlich die Frage, ja. Genau. Hast du sie gesehen oder hast du sie gespürt? Haben sie zu dir gesprochen? Gesprochen? Mhm. Können die das? Manche. Manche Nippel können sprechen. Das ist so wie Kakerlaken, die ganz ekligen können auch fliegen. Ja. Die Ohren oder je nachdem. Haben wir dich jetzt verwirrt? Claudius, du solltest nochmal Sex haben. Vielleicht. So wie ihr alles. Sollte der Hauser jemals nochmal Sex haben, ja? Oder nicht, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Beziehungsweise würde uns sicher auch interessieren, was eure Erfahrungen mit den Nippeln sind. Ja. Also ich meine, ich spreche jetzt hier wirklich nur aus meinen Erfahrungen. Ja. Aber vielleicht haben andere Leute das ja anders erlebt. Ich bin da ja auch belehrbar, so ist es ja nicht. Das finde ich immer gut. Ja. Ja. Ich habe jetzt Kopfkino, wenn ich an diese Beschreibung der Nippel denke. Ja. Was hast du denn da genau gerade im Kopf? Was war die Beschreibung von dir? Wucherungen, furchteinflößend. Fliegend. Furchteinflößende, fliegende Wucherungen und sprechende Wucherungen. Ja. Auf den Nippeln, in den Nippeln, die Nippel. Unter den Nippeln. Unter den Nippeln. Aber? Ja. Bei der Frau. Bei der Frau, ja. Mit Männern hatte ich noch keinen Sex. Die Nippel von Männern, die kennst du halt von dir. Ja. Und von den Girlanden. Ja, genau. Genau. Ja. Finde ich super. Ja. Jetzt würde mich schon nochmal interessieren, weil deshalb bin ich nämlich eigentlich heute gekommen, ja, ob ihr mir die Relativitätstheorie erklären könnt, weil ich frage schon rum seit Ewigkeiten und keiner weiß. Du meinst, die E ist gleich M mal C im Quadrat? Genau, die meine ich. Ja, ist gleich M mal C im Quadrat? Nicht? Ich weiß nicht. Ich dachte, das war eine Frage. Doch, E ist gleich M mal C im Quadrat, aber das ist schon die ganze Erklärung. Aber ich weiß jetzt ja trotzdem nicht, was die macht. Also die macht relativ viel. Relativ alles. Die relativiert alles. Die relativiert alles? Ja. Ich habe nämlich mal so eine Erklärung gehört, ja, wenn man auf dem Lichtstrahl dahin saust oder so, dann ist man langsamer auf dem Lichtstrahl als irgendwie unter dem Lichtstrahl oder sowas. Aha. Ich wette, dass jetzt irgendjemand, der das sieht, denkt, ah ja, genau, das dann richtig weiß. Und
das schreibt es auch in die Kommentare. Aber kann es sein, wenn man auf dem Lichtstrahl ist, ja, dass da die Windschnittigkeit, ja, weil man ist ja auf dem Licht, mhm, und nicht unter dem Licht. Das ist auch eine sehr gute Frage. Ja, ich merke schon, also, dass ich jetzt hier auch nicht. Also wir sind hier ohne Ende weise. Mhm. Ja. Sieht man noch an den Bärten. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Bei meinem Hauser ist er auch schon ein bisschen ergraut. Ja. Ja. Bei mir noch nicht, weil ich zupfe mir jeden Morgen die grauen Haare raus. Ja. Ich bin stolz auf meine grauen Haare. Das sagt er jetzt. Es gibt so hier auch einmal wöchentlich immer so diese Seelsorgestunde, und wenn ihr Probleme habt oder so, könnt ihr hier zu den beiden hingehen und dann machen die so ein bisschen Beratungsstunde mit ihrer Weisheit. Genau. Ja, ja. Also wir nennen es auf eine Zigarettenlänge mit. Wenn ihr da mal mitmachen wollt, schreibt es in die Kommentare. Beziehungsstress, alles. Also ja, kommt ihr viel schlauer raus, als ihr reingekommen seid. Ja, auf jeden Fall. Merkt ihr ja jetzt gerade. Ich freue mich schon auf das Gefühl, wenn ich das hier wieder, wenn ich das Haus verlasse, dann bin ich... Ja. Bist du weiser? Dann bin ich weise, dann habe ich auf einmal Lösungen für meine Probleme, dann habe ich wieder irgendwie Klarheit gewonnen, was ich wirklich will. Ja. Das ist ja immer das Problem. Ja, ja. Man verstrickt sich so sehr, ne? Ja. Und weiß nicht, wo lege ich jetzt hier meinen Fokus drauf? Mache ich jetzt hier lieber in die Badewanne steigen oder mache ich jetzt hier lieber Fußball gucke? Man weiß es wirklich nicht. Und dann nach dem Gespräch. Man kann ja auch Fußball in der Badewanne gucken. Das sind dann die Impulse, die man dann bekommt. Ja. Genau. Ja, ja. Ja. Da bist du schon mal einen Schritt weiter. Ja. Dann bin ich einen Schritt weiter. Genau. Ja. Quasi in der Badewanne. Soll ich da jetzt Schaum reinmachen oder nicht? Und dann ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Es ist zum Mäusemelken. 30 Minuten von 24 Stunden, ja, wo man nicht weiß, was man machen soll. Ja, ob jetzt Schaum oder nicht, ob jetzt Fußball oder nicht, aber man will in die Badewanne, aber wie, warum? Kaltes Wasser, das? Heißes Wasser? Selbst das nicht. Sind kaltes Wasser, heißes Wasser. Hauser. Ja. Du bist so weise. Heute, ja. Das macht der Gast. Du gibst so viel Impulse auf einmal. Ja, du. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß auch nicht. Tief durchatmen, sage ich da immer. Ja. Ja. Am besten. Ja. Das finde ich sehr gut. Ja, das war's dann auch schon, ne? Ich sehe schon. Das war's jetzt. Ja. Wir haben beide aufgeraucht. Sie hat ganz viel mitgeraucht. Sie hat ganz viel tolle Sachen gesprochen. Das war's von heute. Viel Spaß beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Rinne hauen.